Es ist ja nicht ganz unbekannt, dass Alex Fleming ein Spätstarter ist, der schon immer ein, zwei Sätze braucht, um sein Spiel zu finden, oder oft. Aber dass er hier gleich mit 0-7 in das Spiel geht, das ist vielleicht doch etwas übertrieben. Und wenn Dennis Tickard nicht wenigstens diesen ersten Satz gewinnt, was soll er dann noch gewinnen? Und wenn das kein Netzaufschlag war, dann muss ich doch ein Arztrate ziehen oder Vielmann.